Da sind wir wieder. Okay, also das wird gehatet wegen, weil es nicht so Action, also weil es eben zu viel Action ist. Okay. Achso, wir machen das zusammen. Come on! Come on! Nimm deine eigene Kordel! Achso. Ich wollte aber die Kordel. Jetzt kommt noch so eine große Ruine wie die letzte. Ja, so ein Treppenrätsel, stimmt ja. Ich glaube, das ist so eine Ruine mit drei Ebenen und dann müssen wir die Haupttreppe ganz nach oben öffnen. Irgendwie. Das sieht so riesig aus. Das sieht nach Tomb Raider aus irgendwie. Ja, so ein bisschen. Tomb Raider wollte ich auch auf 100% durchspielen, aber dann gab es so, da gab es irgendwie so Time Trials und so ein Zeug, wo ich überhaupt gar keine Lust drauf habe. Time Trials sind so langweilig. Was musst du da machen? Ja, du musst einfach ein Level spielen, was du schon gespielt hast, ja, nur super schnell. Zeit, okay. Und dann gibt's kaum Fehlertoleranz dabei. Ist ja gar nichts. Ja, und diese kleine Felswand dort blockiert uns, obwohl wir locker drüber klettern könnten. Ich meine, wir schaffen es ja, Leitern mit Pistolen in der Hand zu klettern, aber okay. Okay, läuft ja bei uns hier. Langweilig. irgendwie vermisse ich es, dass wir die ganzen Zombies haben. Dass du sie eingesammelt hast. Hätte sie ja nicht gebraucht. Deine Pistole. Ich dachte gerade, ich hatte mich verlesen. Ich dachte schon, deine Pistole hätte 90 Schuss, aber du hast auch nur 30. Mhm. Was hat das jetzt gebracht hier gerade? Nur die beiden Kisten. Ja. Das kann doch nicht sein. Scheinbar. Wir verpassen doch irgendwas hier. Rate, comment and subscribe. Dann gehen wir mal den mittleren Weg. Geht's auch nicht weiter, also geht's nur noch runter. Jetzt passiert wahrscheinlich irgendwas Schreckliches. Ich meine, wenn hier doch Leute in der Ruine wären, dann müsste man doch irgendwas hören. Das halt doch hier. Naja, zumindest sind wir nicht zu überhören. Ja. Grafenwerfer. Wir müssen jetzt zu diesen ganzen Statuen dort und so, ja. Und dann kommen pro Statue, kommen, glaube ich, Gegner. Ach so, dafür müsstest du auf die andere Seite der Statue. Okay, ich geh schon. Chris! Come on! Das war so klar. Das war so klar. Chris! Come on! Okay! Come on! Roger! Hurry up! Okay! Hurry up! Come on! Come on! Okay! Chris! Come on! Okay! Hätte auch keiner über den Stein drüber klettern können, ja? Nee. Und die Treppen, glaube ich, hoch. Okay. Wer hat das hier gebaut? Ach, du kommst jetzt nicht mehr raus. Oder oh was? Mein Gott. Also du musst jetzt nach vorne wieder. Genau, zu mir rüberkommen. Bitte, ich möchte keine Spinnen mehr haben. Oh, hier ist ein Surface Spray. Das ich nicht einsammeln kann. Du hast eine Blendgranate. Was? Oh, ich empfand das Level früher als verwirrender. Ich bin aber gerade verwirrt, weil ich nicht weiß, wo ich langlaufen kann. Da, genau, und dann nach rechts. Hier ist nicht. Warte mal kurz, wo bist du gerade? Kannst du mal. Dreh dich. Wo ist denn jetzt diese Statue-Dings da? Da. Okay, dann gehst du da weiter. Warte, was ist denn hinter dir da? War da eine neue Kiste? Nein, ah, nee, das haben war wir die. Genau. Das war jetzt die nach rechts da vorne. Ach so, ich komme jetzt oh, hier. Oh, Saphir. Aha, okay. Ich komme jetzt hier entlang, okay. Ja, und dann geradeaus. So, jetzt da rechts rum, dann kommst du jetzt rechts zur Treppe. Come on! Das war auszusehen. Ich bin schon unterwegs. Roger! Shova!
Roger. Hurry. Roger. Shubba. Roger. Shubba. Come on. Come on. Ich glaube, wenn du online Shubba spielst, dann kannst du so trollen damit. Oh. Was für eine Schuhgröße hast du? Ich? Ja. 38,39. Ich frage in den Raum, was für eine Schuhgröße hast du, ja? Und du fragst ich, wen soll ich ja sonst fragen? Shubba. Shubba, ja. Ich kann meinen Stuhl fragen, meinen Bürostuhl. Warum willst du das wissen? Einfach so. Ich schreib's dann nämlich jetzt auf das Video, genau hier drunter. Falls wir eben Fußfetisch essen hier haben. Okay. Wir sind im Internet, was erwartest du? Möchtest du sonst noch irgendwas wissen? Nö. Nö, nö. Ach, da oben waren wir doch eben, oder nicht? Genau da oben. Ja. Da oben glitzerte was. Oh, da müssen wir hin. Du bist durch diese Masse von Gegnern, um dieses glitzernde Ding zu kriegen. So, Gott. Hast du Resident Evil 6 eigentlich gespielt? Ja. Echt? Gehst du mal aus dem Weg? Das fand ich aber gar nicht so gut, muss ich sagen. Ich hab gehört, es soll richtig, richtig scheiße sein. Weil es da versucht, alle Erwartungen zu erfüllen. Also, es versucht, Horror zu machen und die Actionformel zu erfüllen. Aber irgendwie macht es nichts richtig. Nee, also, es hat mir wirklich nicht gut gefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es zu Ende gespielt habe, ehrlich gesagt. Soll ich denn Resident Evil 7 mitgeben? Nein. Ich meine, du bist ja eine junge Frau. Wenn du das streamen würdest, online mit der Webcam, du würdest ganz schnell eine 500.000 machen. Wenn ich das streamen würde, ja, online mit einer Webcam, dann könnten mich alle da mal beobachten, wie ich dabei sterbe. Ja, und schon hättest du einen Haufen Geld. Das nimmt übrigens die Views rein. Ja, hast du das Ding eingesammelt? Nee, noch nicht. Oh, das ist hier ein Topaz. Bringt, glaube ich, 1000 oder so. Besser als nichts, ne? Wo sind die denn alle? Irgendwo ist noch einer hier vorne. Oder vielleicht ist einer runtergefallen. Ja, hier links. Ich liebe das einfach. Oh, es hat jemand mit einem Pfeil auf mich geschossen. Der Kerl da. Mit seinen Bombenpfeilen, wo auch immer der die her hat. Altes afrikanisches Mittel, ja. Von Mama beigebracht. Ja. Geheimrezept. Ja. So, jetzt geht's hier runter und dann können wir nämlich das letzte Ding aktivieren. Oh, bam. Aber erstmal links und rechts gucken. Da ist glaube ich noch was. Hä? Hier sind sogar noch zwei. Nee, hier ist nur eins. Ach so, auf der anderen Seite wahrscheinlich irgendwo. Dann mache ich mich doch mal auf den Weg. Yay! Oh, eine Blendgranate. Was? Ach so, für den Granatenwerfer. Den hast du. Ich glaube, das bringt nichts, oder? Kannst du was geben? Oh, tatsächlich. Joa. Also da hinten ist so ein einziger Arm. Wir müssen erstmal das Ding hier aktivieren und dann kommen wir zum anderen. Da muss nämlich einer hier dran und der andere muss dann bei der irgendwo anders aktivieren. Okay. Bin unterwegs. Come on! Wieso sagst du come on, wenn ich die drüben stehe und auf dich warte? Come on! Das ist unangebracht. Come on! Ja, ich glaube, YouTuberinnen, die viel Ausschnitt zeigen, verdienen viel, viel, viel Geld. Das ist schon eine Art von Prostitution, das ist keine Art und Weise. Das ist nicht so mein Ding. Ja, glaube ich dir. Bleibst du dann hier oben? Ja, kann ich machen. Okay. Ich meine, ich habe hier die Schrotflinte. Und du hast praktisch nichts. Oh, du hast ja 121 Munition. Ja, für mein Maschinengewehr. Come on! Was ist hier hinten? Hurry up! Bin auf dem Weg.
Ah, Kisten. Also. Ja, irgendwas Kistenartiges. Etwas, was Objekte beinhalten kann. Wie könnte man das nennen? Vasen. Behältnis. Eine Mine. Mine heißt nichts Gutes. Mine bedeutet wahrscheinlich, dass gleich wieder entweder so ein Ketten... Obwohl, Kettensägen-Niveau ist das jetzt hier gerade nicht. Fühlt sich jedenfalls nicht danach an. Aber ich glaube, hier gibt es gleich einen Dings-Boss. Ich habe gerade Granatenwerfer mit Explosionen, aber ich glaube, ich brauche den hier mit Blendgranaten. Jetzt hast du die Granaten ausgerüstet. Wie geht das? Okay. Ich glaube nämlich, hier kommt gleich ein Spinnenboss. Und die kleinen Spinnen kannst du ja mit den Blendgranaten erledigen. Ich freue mich. Warte. Brauchst du nicht erledigen, wir können einfach gerade schon mal das Ding aktivieren. Ja. Da kommen allerdings jede Menge Viecher jetzt auch runter. Also Typen, nicht Viecher. Ich glaube, der Kerl mit den Fackeln kann Feuer spucken. Feuer spucken? Ja. Haben die Leute früher für Geld gemacht. Auf Straßen. Wow, der hat sich cool geflogen. Dankbar. Entschuldigung. Was ist mit dir los, Kumpel? Ah ja, kommt schon. Noch mehr wollt ihr mir geben von dem Viech. Oh, ausweichen. Oder auch nicht. Was zur... Achso, so ein Viech ist wieder an mir. Ich kann leider nicht... Ja, nee, weil du unter dem Ding drunter stehst. Ich hab auch leider nichts mehr außer Maschinen. Ja, kannst du jetzt treffen? Okay, danke. Meine Präzision wird darunter sowas von leiden. Diese Wichser! Nein! Mistvieh, ey. Mistviecher! Nachladen und ich bin wieder getroffen. Ja, sieht gut aus, ja? Die Episode, in der Daniel Schisch ganz getroffen wird. Gut, die Musik hat nachgelassen. Übrigens, wenn man jedes Mal, wenn man so einen davon aktiviert, dann hinterlässt er einen Topaz oder sowas, ja? Ja. Haben wir den oben eigentlich eingesammelt? Ja, ja, wir haben den eben eingesammelt. Also ich habe den eben eingesammelt. Hinter dir liegt noch irgendwas. Maschinengewehrmunition, ich habe keine Munition, also keinen Platz mehr. Nein. Aber ich glaube, ich kann Platz schaffen. Nein. Jetzt kommt endlich die Haupttreppe. Hier ist keiner. Doch. Ja, aber ich muss okay. Ja eh zu dir runterkommen, oder nicht? Ja, ich hab's schon eingesammelt für dich. Okay, danke. Oh, du musst trotzdem hier runter. Come on! Ich bin schon unterwegs. kannst du bayerisch? Nein. Du hast ja gar nichts mehr bei dir. Richtig! Nee, du hast nichts mehr für mich. Okay. Also du bist gerade. Du arbeitest für eine Bank, oder? Oder für eine Versicherung? Für eine Bank, aber da eben hauptsächlich für die Leasinggesellschaft. Leasinggesellschaft? Ja. Ach, das klingt echt kompliziert. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist Leasing? Nee, das werde ich nicht, aber. Trotzdem. Naja, kompliziert ist es nicht wirklich. Du kannst ja auch ein Auto theoretisch leasen und sowas. Ja, also, genau. Aber, oder gehst du auf höhere Ebene? Beides. Also wir machen sowohl das normale Fahrzeugleasing, aber halt nur für gewerbliche Kunden. Okay, ja, verstehe das ja. Als auch eben Maschinen, Büromöbel, EDV, alles mögliche. Ja. Software. Was ist das Teuerste, was ihr macht? Boah, das sind, kann ganz unterschiedlich sein. Also wenn so eine Firma einen komplett neuen Maschinenpark oder sowas macht, dann... Ach du Scheiße, die ganzen Maschinenpark, sowas übernimmt ihr. Ja, also ja, klar. Aber dann ist es ein gutes Unternehmen. Wow, okay. Auch so eine Ausstattung mit einer ERP-Software oder so, das kann durchaus auch... Guck mal, wer da wieder ist. Ich dachte, das Vieh hätte mir vernichtet.
Wie sollen wir denn mit so wenig Munition irgendwas ausrichten? Schon jetzt besser ausgerüstet. Ich hab dich voll erwischt. Jupp. Okay. Ich hab jetzt. Ich hab ja einen mit. Ich hab einen Granatenwerfer mit. Dingsmunition. Explosionsmunition. Wir stehen aber beide zu nah dran. Ist der umgekippt? Ja. Geht auf den Deck einfacher gerade, weil ich hab doch 11 Munition davon. Wenn er mit einem Schuss umkippt, dann. War's das? Ich habe gerade bestimmt 50 Schuss auf das Vieh abgefeuert. Ach so, okay. Seelenedelstein. Oh Gott, du kannst ja nicht dran vorbeilaufen, theoretisch. Wenn du, der muss ja verblubbern. Wenn er nicht verblubbert und der platziert sich falsch, kannst du eigentlich das Level wieder neu starten. Durch den vorderen Teil kannst du durchlaufen, nur der Hinterleib ist nicht passierbar. Ach so, okay, gut. Wir haben das Level geschafft. Jo, die Präzision bei mir wird extrem im Keller sein. Du hast echt das ganze Magazin von der Maschinengewehr da reingedonnert. Ja, natürlich. 50 Schuss ungefähr. Was sich hinter der Tür befindet, es wird wahrscheinlich ein Boss sein, werdet ihr nächste Woche erfahren.